Sonnenklar TV live vor Ort. Sonnenklar TV live vor Ort. Sonnenklar TV live vor Ort und damit nicht rein in unser großes Thema. Wir sind auf dem Weg zu Ihnen und zwar in dem Fall mit Björn Kasper. Wir haben eine neue Kooperation mit dem Zentrum in Oberhausen und schalten jetzt live vor Ort, um Ihnen das Besondere vor Ort zu präsentieren. Und da geht es um das große Thema Lego und das interessiert mit Sicherheit nicht nur Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Ich freue mich sehr, wir schalten direkt dorthin. Björn, erzähl uns mal, was es alles Tolles gibt im Zentrum in Oberhausen. Hallo Dirk, hallo liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer. Ja, wir haben wunderschönes Wetter hier und ich bin hier im Zentrum unterwegs für Sie, live vor Ort, gerade noch aus Kalka von der Pressekonferenz zur Goldenen Sonne hier hingerast und neben mir der Frank vom Legoland. Denn hier im Zentrum kann man viel mehr erleben als Shopping, oder? Ja, klar. Man kann bei uns im Legoland Discovery Center hier Spaß haben und einen gewissen Freizeitausgleich dann nach dem ganzen Shoppingstress erleben. Erzähl uns ein bisschen was über das Legoland hinter uns. Bei uns sind bis zu 4 Millionen Legosteine verbaut oder warten noch darauf, verbaut zu werden. Ja, die Besucher bei uns erfahren, wie ein Legostein hergestellt wird. Wir haben zwei Fahrgeschäfte in der Attraktion. Bei dem einen muss man die Prinzessin retten, bei dem anderen durch Muskelkraft die Gondeln in die Höhe treiben. Die Meister Modellbauer bei uns geben Anleitungen, wie sie Modelle zusammenbauen und bauen dann halt mit unseren Gästen gemeinsam das eine oder andere Modell. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Stadt wartet darauf, weitergebaut zu werden, durch Kreativität verschiedene Gebäude zu bauen oder aber auch das schnellste Auto zu bauen. Vielleicht auch gegen die Eltern. Wer baut das schnellste Auto? Und am Ende kann man es dann gegeneinander fahren lassen. Wem der ganze Baustress dann zu viel war, der kann bei uns in einem großen Klettergerüst sich nach Lust und Laune austoben und dann, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, vielleicht bei uns im 4D-Kino, in einen Lego-Film eintauchen, denn in dem Kino werden verschiedene Spezialeffekte dazu beitragen, Schnee, Regen, Wasser, dass man Teil des Ganzen wird. Mein Gott, unheimlich viel kann man hier erleben bei euch. Der Dirk gerade im Studio sagt, Lego ist doch nichts nur was für Kinder, ihr macht auch was für Erwachsene. Genau, wir haben unsere Adult Night einmal im Quartal, wo man dann abends nur Erwachsene bei uns im Center sein können, mit verschiedenen speziellen Aufgaben und halt unterschiedliche Sachen, wo dann halt die Erwachsenen ja auch mit Lego Spaß haben können und Sachen bauen und ja, verschiedenste Aktivitäten. Jetzt sind wir im Zentrum Oberhausen. Sonnenklar ist jede Woche zu Gast hier, weil man hier unheimlich viel erleben kann bei euch. Wie kriege ich sowas mit einem Shopping-Erlebnis in Kombination mit euch, wie kriege ich sowas geplant? Also mein Tipp ist, man plant am besten das ganze Wochenende. Samstags shoppen. Wir haben hier im Zentrum und in der Umgebung genügend Möglichkeiten, abends ausklingen zu lassen in den verschiedenen Restaurants. Hotels sind genügend da. Und am Sonntag dann vielleicht zu uns zu kommen. Und die Möglichkeit zu nutzen, auch ein Kombi-Ticket zu kaufen mit unseren Partnern aus dem Sea Life. Dafür am besten die besten Preise gibt es da bei uns auf der Internetseite www.legolanddiscoverycenter.de. Schauen, dass man da das beste Preisangebot sich holt und ja, den Samstag dann hier mit den Freizeitattraktivitäten, die wir hier haben, dann verbringen. Ja, und dann hat man das Wochenende, glaube ich, gut für die ganze Familie zur Zufriedenheit vollbracht. Was ist das für ein wilder, verrückter Stein hier hinter uns, der versucht uns zu stören? Genau, da ist unser Bricky, unser Maskottchen und der freut sich natürlich auch, die Gäste hier in Empfang zu nehmen und gemeinsam mit den Gästen dann Spaß zu haben. Ja, denn Bricky, wie man sieht, ganz schön verrückt. Und Bricky möchte auch ganz besonders darauf aufmerksam machen, dass wir im Oktober ein Event haben. Da dreht es sich komplett um Halloween. Das Center wird dementsprechend ein Stück weit umgebaut. Und ich will da nicht zu viel verraten, weil es wird ein bisschen unheimlich. Niemand muss sich gruseln. Aber ja, alle aktuellen Neuigkeiten auch gerne zu erfahren auf unserer Facebook-Seite, denn da gibt es halt die neuesten Informationen zu diesem Event. Toll. Liebe Sonnenklar TV-Zuschauer, Zentrum Oberhausen, immer noch Europas größtes Shopping-Mall und Freizeiterlebnis. Frank, das sagt, kommen Sie mal vorbei, es lohnt sich. Und Dirk, ich weiß, ja, ne?
Nach hinten raus war es ein bisschen schlecht vom Signal her. Sorry dafür, Björn, aber herzlichen Dank. Wir haben alles Wichtige, glaube ich, mitbekommen, was es alles zu erleben gibt. Also nicht nur dieses große Thema Einkaufen und das Centro. Das ist schon echt eine Ansage im Einkaufen. Aber wir haben gesehen, dieses Legoland im Centro, das ist sicherlich der richtige Hinweis, um genau dahin zu gehen. Nicht nur unbedingt mit der Familie, sondern auch für die Erwachsenen das Richtige. Mit tollen Events. Jetzt machen wir weiter und kommen zu einem großen Thema Kreuzfahrten. Wir wollen Ihnen vorstellen, die MSC Splendida mit zwei unterschiedlichen Routen, die gerade sehr erfolgreich im Programm von Sonnenklar TV im Programm sind. Und da stellen wir Ihnen vor, nicht nur das Baltikum, sondern auch die Schönheiten der norwegischen Küste.